Guten Morgen, Lokführer. Und die Meldung ist auch schon wieder weg. Da stand nämlich in etwa Pi mal Daumen, dass es am vorigen Tag ein Unwetter gab. Und aufgrund dieses Unwetters sind wir hier auf Mannheim-Karlsruhe unterwegs im Train Simulator. Und sind dann teilweise, bitte beachten, es kann vorkommen, dass man nach verlassenen LZB in Mannheim eine Zwangsbremsung bekommt. Das ist ein Fehler in der LZB der Strecke, den ich leider nicht beheben kann. Ich würde jetzt die Türen öffnen, um die Fahrgäste einsteigen zu lassen. Abfahrt ist um 8.51 Uhr. Okay, wir steigen jetzt einfach mal ein. Und drücken mal die Taste T. Dann sind hoffentlich die Türen offen. Das sind sie soweit. Okay. Ja, wir sind im ICE 2 der Deutschen Bahn, Baureihe 402. Und drücken mal Steuerung Enter, um die PZB anzuschalten. Genau, die PZB ist an. Dann schalten wir die LZB an. Und zwar mit Steuerung Plus. Genau, dann sehen wir dieses B, das dort aufleuchtet. Und dann müssen wir noch, ich gucke gerade nebenbei ins Manual. Wir müssen das heißt in 20 Sekunden schon abfahren. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt schon geklappt hat. Na gut, das wird schon funktionieren. Okay, dann. Wir sind übrigens im ICE 2 von DTG. Der ist also dementsprechend nicht der beste aller Züge. Sind die Türen schon zu? Ja, sind sie. Okay, dann können wir hier noch irgendwas einstellen. Signalbeleuchtung ist schon an. Was bist du? Caplight? Oh, auf keinen Fall. Die Türen, das ist die SIFA, die lasse ich jetzt einfach mal aus. Dann müssen wir noch den Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung packen. Zugbremse lösen. Mit etwas Glück fahren wir. So. Wir dürfen mit 60 ausfahren. Aus Mannheim. Ich muss auch ganz kurz hier zum Bahnhof mal rüberfliegen. So, wir müssen halten als nächstes. Achso, das war Karlsruhe, natürlich, ja. Und als nächstes müssen wir halten in Mannheim. Ab hier vorne dürfen wir dann 140 fahren und hier ist die LZB aktiv. Das heißt, einmal den nach vorne schieben. Nur. Gucken. Die AFB ist jetzt auf jeden Fall an. Eigentlich müssten wir dann jetzt nicht über die Maximalgeschwindigkeit beschleunigen. Ist natürlich die Frage, ob das hier im
Train Simulator auch so gut verbaut ist wie im TSW. Doppeltraktion. Also ein Beschleunigungsmonster ist der ICE2 definitiv nicht. So, mal schauen, ob jetzt die Leistung von alleine rausgenommen wird. Ja, wird das. Sehr schön, so soll das sein. Das Szenario ist übrigens aus dem Steam Workshop und heißt, glaube ich, ICE Parallelfahrt. Achso, ich habe, glaube ich, am Anfang vielleicht irgendwas Falsches zur Szenariobeschreibung gesagt, realisiere ich gerade, aber ja. Ich bitte das dann zu entschuldigen. Okay, wir dürfen 200 fahren. Sehr schön. Das sieht aus wie eine 425. Das ist gar keine Baureihenbezeichnung. So, es wackelt hier auch ordentlich bei den Geschwindigkeiten. Es hat, glaube ich, aufgehört zu regnen, ne? Ja. So, haben wir eine Innenansicht? Falsche Taste. Gemütlich. Sehr gemütlich. Erste Klasse. Mal wieder am Train Simulator unterwegs. Ist auch schon wieder etwas länger her. Ich habe gehofft, dass das ein bisschen regelmäßiger wird, aber ich habe das Problem schon mal erklärt, dass ich aktuell mit dem Train Simulator habe. Ich habe zwar die ein oder anderen Strecken, allerdings kein besonders gutes Rollmaterial. Und dann macht es halt einfach nicht so viel Spaß, ehrlich gesagt, mit der DTG 101 oder so rumzufahren. Und gleichzeitig bin ich nach wie vor immer noch ein bisschen skeptisch, ob ich nochmal 30 Euro in die Hand nehmen möchte, nur für eine, weiß ich nicht, für eine Baureihe 101 von VR, die sicherlich die 30 Euro wert ist, das will ich in keinster Form bezweifeln. Aber irgendwo ist es halt auch die Frage,
wenn ich die 101 schon für den TSW habe, will ich dann nochmal so viel Geld ausgeben für die 101 im TS? Und momentan ist bei mir die Antwort eher nein. Aber es gibt ja noch jede Menge anderes gutes Rollenmaterial, das ich bisher ebenfalls komplett ignoriert habe. Okay, das ist die Ankündigung auf 100 km/h in 9 Kilometern. Die Sieve habe ich jetzt einfach mal ausgeschaltet gelassen, einfach weil ich da nicht unbedingt immer so einen großen Mehrwert darin ehrlicherweise sehe vom Gameplay für euch zum Zuschauen. Klar, für mich ist das noch mal was anderes, weil ich derjenige bin, der die Sieve betätigt, aber da kriegt ihr ja überhaupt nichts von mit. Also insofern ist auch manchmal die Sieve, je nachdem, eher hinderlich. Fanny's Leiter Graben Neudorf hier. Gleich kommt Ihnen noch ein Sonderzug entgegen. Danach können Sie das auf das Gleis wechseln. Okay. Dankeschön an den lieben Fahrdienstleiter. Ich hoffe, die LZB führt automatisch die Bremsung durch. Das ist nämlich das erste Mal, dass ich jetzt so richtig übrigens im ICE2 sitze von DTG. Und übrigens auch das allererste Mal für mich hier auf Mannheim-Karlsruhe. Insofern ist das für mich eine kleine Premiere. Auch einer der Gründe, weshalb ich die SIFA diesmal ausgelassen habe, einfach weil man sich dann vielleicht auch ein bisschen umgucken möchte, zwischendurch auch die Strecke anguckt. Es kann sein, dass von den Vegetationen hier her, das sieht mir ehrlicherweise nicht wirklich nach DTG-Standard-Vegetation aus, sondern viel eher so, als hätte ich da mal irgendwas ausgetauscht, beziehungsweise durch irgendeine Mod mal was austauschen lassen. Ich glaube, das ist tatsächlich der Fall. Insofern, was die Vegetation also angeht, oh, halt zu erwarten. In 4 Kilometern. Okay, Gefahrenleuchtmelder das an. Und die LZB bremst. Sehr schön. Solange der Gefahrenleuchtmelder nur an ist, aber nicht blinkt, bedeutet das, dass die LZB tatsächlich die Bremskurve einhalten kann. Sollte dieses G hier vorne anfangen zu blinken, dann heißt es, dass wir geschwindigkeitstechnisch ein wenig zu schnell unterwegs sind und praktisch also die Bremskurve überschreiten. Und das ist dann der Punkt, wo man dann doch manuell nachhelfen muss. Okay, wir halten langsam. Und da sieht man es auch, das Lichtsignal halt zu erwarten. Kann uns natürlich egal sein, gerade weil wir sowieso LZB geführt sind. Ich hoffe nur, dass der Zug auch vor dem Signal rechtzeitig zu stehen kommt. Immerhin fahren wir noch ungefähr 90, aber ja, traue dem Braten auch nicht so ganz, ehrlicherweise, aber ich will jetzt auch nicht eingreifen, weil es mich interessiert, ob die LZB das von alleine schafft. Oh, es ist aber sehr, sehr knapp. Das ist mir ehrlicherweise zu knapp gewesen. Daher habe ich selbst nochmal eingegriffen. Uah, gruselig. Das war der besagte Sonderzug. Auf den wir, glaube ich, warten mussten. Und wir dürfen weiter. Wir lösen die Bremse. Na, doch nicht bitte mit Vollstoff beschleunigen.
Na? Okay, keine Kamera. Ah, schade. Da war die Kameraansicht von unten. Okay. Okay, es fängt wieder an zu regnen. Das wollte ich. Was ist das? Taste 5, genau. Schon wieder vergessen, ne? Aus lauter TSW-Spielen. Fahrdienstleiter. Gleich überholt sie der ICE 916. Danach können sie zurück auf das Regelgleis. Okay. Eine 294, glaube ich. Moin, da wird gewunken. Was habt ihr denn da hinten Schönes? Aha. Aha. Interessant. Aus wie ein Fernsehturm, ne? No shit, Sherlock. Natürlich ist das ein Fernsehturm, was soll das sonst sein? Interessant. So, die LZB sagt. Halt Server an. In einem Kilometer ungefähr. Ja, ich bremse ja schon runter. Wir werden das gleich überholt von dem ICE. Und sobald der den Block frei gemacht hat, dürfen wir dann auch wieder auf dem Regelgleis fahren. Ja. Da soll mir einer mal sagen, dass ein Zugsimulator nicht auch Jumpscares haben kann. Das hat mich jetzt echt erschreckt. Hat sie das auch so erschreckt? Nee. Sie sind ja starr vor Schreck. Sie auch. Sie blinzeln nicht mal. Okay. Das ist auf jeden Fall noch so ein uraltes Design, so ein uraltes Innendesign vom ICE, ne? Ist ja der Wahnsinn. Hab ich tatsächlich nicht so gesehen bisher selbst. Kenne ich, glaube ich, nur aus Fotos. Zumindest vom ICE 1 kenne ich so ein ähnliches Innendesign von Fotos.
Okay, Bremsen lösen. Nicht zu viel Leistung auf einmal. Okay, Freifahrt zeigt das Signal. Also auf geht's. Ich werde es auch nicht sagen. Natürlich hätte ich den ICE2 gerne im TSW. Jetzt habe ich es doch gesagt. Aber ich muss das jetzt einmal gesagt haben. Aber wieder zurück aufs Regelgleis. Und dann haben wir noch 27 Kilometer und sind in ungefähr 11 Minuten da. Und damit immer noch pünktlich. Verrückt. Also, wenn jetzt nicht alles komplett schief läuft, schaffen wir das pünktlich in Mannheim zu sein. Ich glaube, ich war schon mal im Mannheimer Hauptbahnhof. Aber das war's auch. Und das auch wirklich nur in diesem Sinne in einem Zug drin sitzend, nicht ausgestiegen oder so. So, 280, das ist auch die Höchstgeschwindigkeit vom ICE2, ne? 280. Der ICE1 kann, glaube ich, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, kann der nur 250 oder kann er? Doch, ich glaube, der kann nur 250. Ich werde es nachgucken. Der ICE3 natürlich der Geschwindigkeitsjäger unter den ICEs mit seinen 330, die er theoretisch schafft. Und der ICE4 darf, glaube ich, auf 250 wurde er, glaube ich, erstmal zugelassen. Ich glaube aber, dass es mittlerweile auch eine Zulassung gibt für ICE4s, die 280 fahren dürfen. Ich saß schon mal in dem ICE4 und ich finde die nicht so schlecht. Die werden zwar sehr stark von den Fahrgästen kritisiert in ihrem Komfort. Ich muss aber sagen, ich finde den ICE4 nicht so schlecht. Das liegt aber auch daran, dass ich das erste Mal in einem ICE4 saß, als da schon die Sitze ausgetauscht wurden. Denn die ursprünglichen Sitze im ICE4 waren wohl anscheinend die, die extremst ungemütlich waren. Und die sind aber mittlerweile nicht mehr drin, sondern es wurden, ich glaube, so ähnliche Sitze wie den modernisierten ICE-3ern eingebaut. Und die fand ich eigentlich recht angenehm. Es war auch eine, ich glaube, 4-stündige Fahrt. Und das war alles problemlos. Fand ich jetzt nicht schlecht. Kann natürlich immer noch ein bisschen besser gepolstert sein, gar keine Frage, aber. Aber ich fand's okay. Für die zweite Klasse habe ich definitiv schon Schlimmeres erlebt. Zum Beispiel jeder Nahverkehrszug. Saßt ihr schon mal in einem Desiro HC? Ich finde die Sitze unglaublich ungemütlich im Vergleich zu den Dostos. Also in den Dostos, da hat man noch richtig gute, gemütliche Sitze. Das habe ich aber erst zu schätzen gelernt, als die meisten Dostos von den Desiro HC abgelöst worden sind. Und die haben vergleichsweise harte Sitze. Die Kopflehne ist nicht besonders gut. Die bei den Dostos hat ja meistens noch an den Seiten so kleine Hervorwölbungen, wo man so ein bisschen den Kopf noch dran anlehnen kann, rechts und links. Das fehlt in Gänze beim Desiro HC.
Gut, ein großer Vorteil von dem ist wiederum, dass alle Stühle Tische haben, mit Ausnahme der Vierersitze, die sich gegenüber sind. Aber die ganzen Reihensitze haben alle Klapptische und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und bei jeweils zwei Sitzen befindet sich dann eine Steckdose in der Mitte, was ich irgendwie sinnfrei finde, dass es nur eine Steckdose ist, aber immerhin. Das ist ja bei vielen Dostos nicht der Fall, dass da Steckdosen verbaut sind. Bei einigen schon, aber mitnichten bei allen. Wir sind doch hier gut unterwegs mit 250. Hier drin wackelt und ächzt das auch schon. Ja, aber schön idyllisch hier, ne? Okay, 9 Kilometern, 190. Gruselig. Bis Mannheim sind es noch 7 Kilometer. Und wir haben die Ankündigung auf 100. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wo die LZB endet. Ich denke mal kurz vor Mannheim irgendwo. Raus aus dem Tunnel. Kleine Zugbegegnung. Vollkommen vergessen, den Scheibenwischer abzustellen. Gut, das wird man in Realität nicht so lange vergessen, weil bei einer trockenen Scheibe die Scheibenwischer dann irgendwann anfangen ordentlich zu quietschen. So, hier rechts sieht es interessant aus. Sehr viel Gleis. Ich will jetzt aber gar nicht so sehr rausgehen jetzt gerade in die Außenkamera, weil ich Angst habe, das LZB-Ende zu verpassen. So, noch 2,3 Kilometer. Langsamfahrt zu erwarten. Ja, das ist die erwartete Zwangsbremsung gewesen, die schon angekündigt war. Leistung? Nein, Gott, warum fährst du denn?
Wer hat denn die Bremsen bitte gelöst? Hä? Verstehe ich nicht. So. Okay, wir sind jetzt in der PZB. Fahren jetzt auch maximal 40. Da ist ein bisschen noch Rollmaterial abgestellt, 101er Intercity-Wagen. Eine 425, glaube ich, oder eine 24. Und wir haben Halt zu erwarten. Wir dürfen auch gerade 100 fahren, gleich aber nur 50, okay. Bestätigt. So, auf einmal auf die 50 hoch. Und dann sind wir auch schon in Mannheim. Hauptbahnhof. Nahezu pünktlich. Das ist okay. Natürlich ganz vorfahren bis zum Signal, weil wir einen recht langen Zug haben. Da vorne fährt noch ein Güterzug ein. Ja, das ist der 500 Hertz Magnet. Schön vorfahren bis zum Signal. Und bremsen. Türen öffnen. Was halt echt keinen Sinn ergibt, ist diese H-Tafel. Die ist aber hinter dem Signal. Die müsste doch maximal auf derselben Höhe sein wie das Signal. CE3 steht hier noch. .425. Gucken wir uns einmal hier in den Bahnhof an. Ja. Ja. Also ordentlich viel Gleis verbaut. Nicht schlecht. Gehen. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch alles Liebe und alles Gute.